Herzlich willkommen zu einer anderen Folge hier bei Seven Destiny. Du hast der erste Tag nach dem Blutmond. Ich habe schon einige Reparaturen durchgeführt. Im Groben, ich habe die Rampe, wo sie hochkommen sollen, etwas erweitert und besser abgesichert mit Stromfallen. Sollten wir jetzt hier entgegenkommen und entsprechend da begrüßt werden. Jetzt werde ich vorne noch einen Zaun ein bisschen erweitern. Das heißt, hier außen, wo schon eine Bahn zu sehen ist, da soll noch eine zweite hinkommen. Dazu gehen wir kurz rein und holen uns mal diese Elektropfosten. Und dann nehmen wir gleich mit. Das nehmen wir hier raus. Da werden wir gleich Munition herstellen. Dazu nehmen wir Schießpulver, ein paar Hülsen und Geschosspitzen. Öffnen, das ist ein 1000er Pack. So, dann werden wir gleich die entsprechenden herstellen. Vorweg, ich möchte mit euch kurz die Punkte vergeben. Ich habe ja bei der Nacht Punkte bekommen. Schon mit Level 61. Also drei Stück haben Verfügung. Also, wir haben nur Ingenieur fertig gemacht. Das heißt, sind da jetzt ganz gut. Wir können jetzt im Prinzip super hören. Oh, Mechaniker könnten wir machen. Mechaniker. Motorradfanatiker können wir bauen. Oder Wissenschaft. Ein Chemiker kann. Luftverbandskästen, Druide, Militärfässer. Ja, das ist nicht so wichtig. Arzt. Azubi. Oder. Achso. Abenteurer. Besser verhandeln, noch nicht so wichtig. Geschützturm, Liebe. Das wäre eine Option, ne? Das wären die Dinge. Oder Henker. Ja, das ist Quatsch. Oder Stärke. Bergarbeiter haben wir gemacht. Chefkoch, Packesel, Schädelbrecher, Donnerbüchse. Das ist nicht so. Grobian. Oder hier. Oh, eiserne Magen ist gut. Schmerztolerant. Vom Land leben. Muss man sehen. Raufbold, Maschinengewehrschütze. Wäre auch nicht schlecht. Jägersmann. Wildere. Revolverheld, Angriffswelle, aus dem Schatten. Wir machen mal Pistole, ne? Und dann machen wir gleich. Einen haben wir noch. Gut, okay, haben wir gegeben. Jetzt gehen wir raus. Ob das nun Sinn macht, die haben mit, ja. Apropos Sinn. Ich brauche ja ein bisschen was zu tun, also. Pistole.
essen wir gleich. Dann räumen wir es hier weg, ne? Das behalten wir, das behalten wir auch. Munition machen wir hier wieder rein. Schießpulver. Ich wollte das herstellen, ne? Gut. Ja, gut, okay. Stell dir mal Munition her, da haben wir echt ein Problem, ne? Also wir haben im Grunde keine mehr. Beziehungsweise zu wenig. So, gut weggeräumt, das kann man drin bleiben. Gras können wir wegschmeißen, theoretisch. Okay, also Beton haben wir dabei. Wegen Aufwerten. Im Prinzip vorher. Nehmen wir einen mit. Und 10 Schuss. Für den Fall des Falles mal was haben, ne? So. Dann gehen wir kurz raus. Ich habe überall betoniert. Zum einen wegen XP und zum anderen, ich habe meine Sorge, dass sie sich irgendwann mal unten eingraben würden. Ne? Also hier einen Graben rein und dann unten entsprechend angreifen würden. Wäre schlecht. Also, warum ist ja auch noch Erde? Gut, dann machen wir mal Löcher rein. Das heißt, in der Flucht. Ah. Wenn mal ganz kurz, ne? Da zieht eigentlich Zombies an wie. Ja. Also leer mögen die nicht, ne? So. Hier ungefähr. Ja, nicht genau in der Flucht. Ja, gut, egal. Muss ich reparieren. Schneller heile ist. So, was sagst du? Sie ist oft nicht alleine. So. Dann muss ich mal schauen. Hier ein Feld daneben gehen, und zwar hier ist ja alles quadratisch, also nur mehr oder weniger. So, das heißt, ganz kurz umpacken. Beziehungsweise den unten packen.
So. Mal schauen, dass ich keine Zombies komme. Egal. Lässt sich immer gut anklemmen. So. Metallgitter, so eine Art Fundament. Ein leerer Haufen. So. Nächste Lochbuddel. Brauchen wir noch eine Erde. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben 20 Uhr. Ja. Hier ungefähr und dann darüber, ein bisschen darüber. Haben wir in drinnen unsere Ruhe, Benzin alle, nur noch eine Wüste fahren, Mensch. So. Den wegnehmen. So, bis hier machen wir immer und später werden wir noch ergänzen, erweitern. Muss ich aufpassen, dass ich reinfalle. Beziehungsweise rückwärts in die Eisenfalle reinlatsche. Das wird eine Überraschung werden. Tief. Ne, das passt. Gut, kurz aufwerten. Betonieren wir ganz kurz. Ah, brauchen wir sowieso. So. Dann werden wir uns Strom verlegen, ne? Ja, ich hab vergessen. Jo. Dann können wir noch nebenan gleich ein bisschen und dann machen wir anders. Müssen wir erst betonieren und dann können wir nächsten ansetzen, sonst kommen wir da nicht ran. Gut. Dass keiner reinfallen kann, ne? So, jetzt müssen wir den Strom von der da anfangen, wo der Strom beginnt. Andersherum
So, jetzt können die entsprechend gleich von hier entsprechend da schön reinlaufen, ne? Ob dann nicht so weit? Oh, schon so weit. Das ist schlecht. Da ist, wir müssen wieder umdisponieren. Ja, verbraten wir da laut. Erstmal erschrecken, erstmal weglaufen. Gehen wir nach vorne, ne? Da ist besser. Okay, machen wir zu. Hat mich verfehlt. Immer diese Gäste. So, gehen wir hier. Machen wir auch zu. Und hier können wir gucken, wie sie alle reinlaufen, ne? Sollst du da vorne reinlaufen? Na? Überlegen, dass wir anders laufen müssen, ne? Schön Tour zu lang. Na, Spätzügler. Ja, das so soll nicht laufen. Ihr müsst von da hinten kommen. Vom Nachbarhaus. Da haben wir den Kopf gehalten. Macht Tourett. Allee, ja. Muss an zu undicht, ne? Oh, ein Cheat aber auch. Hab mich erschrocken. Uhrzeit, 9:30. Das wird knapp. Nur raus. Wir wollen noch was buddeln. Mein Gut hier nicht so gefährlich. Ich wollte noch ein bisschen Zaun bauen.
So. Wo kamen die ja nicht alleine, das ist das Problem. Sonst haben wir ein Problem. Mal gleich mal sehen. Beton machen wir uns noch morgen. Oder im Anschluss. Die Lampe geht nicht. Da ist hier kein Strom drauf. Na, zu weit. Gut. Das ist angeschlossen. Schnell rein. Ja, bin jetzt sicher. Na? Was kommst du denn hier? Hat die drinnen gespawnt? Oder kam die hier hoch? Das verstehe ich jetzt halt nicht. Wo sind die hier hochgelaufen vielleicht? Das wäre schlecht. Muss ich ganz kurz mal vernichten. Natürlich kann man da auch hochlaufen, ne? Ist ja eine Treppe so irgendwie da. Dass man hochgehen kann zum Arbeiten, ne? Hier zu. Zu. Hier haben wir die Tür auch zu. Auf, und wir da nicht reinkommen. Vielleicht kommen wir da irgendwie hoch. Und hier ist dunkel, das ist schlecht. Da ist Licht. Hm. Das ist ganz schlecht. Dann will man hier sehen. Habe ich noch ein Relais gehabt mit Strom, mit Dings hier. Mit. Na, erzähl. Dann da Strom drauf.
müssen wir hier ran. So, jetzt haben wir hier auch Strom. Die war so ein bisschen kaputt. Aufgrund von so ein Wort, da funktioniert. Hier ist kaputt, Lichter. Das wäre nämlich ganz schlimm, wenn der Stromfahrer nicht funktionieren würde. Ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Also noch Tschüss und wir gewinnen. Ciao, ciao. Ja, wir sehen weiter, wenn es morgen früh hell wird. Ne? Tschüss und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.